Knapp vorm Ausrasten ist Andrea Händler in ihrem neuen Programm. Wenn einer eine Reise tut, dann heißt das nämlich nicht automatisch durchgehend chillen und wellnessen. Nein, da liegen manchmal schon von Beginn weg die Nerven blank. Romantik und den Berger gut in Affis. Sie wollen schon Glück, gell? Ein Traum. Der Rest hat nichts versammelt. Glaubst du mir, das Hotel schaut aus wie eine Marshmallowburg. Alles in Zuckerform. Da hat jeder Stein sein eigenes Rüschel gehabt. Du hast schon vom Hinschauen so brennen können. So entführt die Händler auf jede Menge Trips durch ihren irrwitzigen Alltag. Ja, also es sind sehr, sehr viele Erlebnisse, die ich erlebt habe, aber auch Dinge, die Freundinnen oder Freunde von mir erlebt haben, und das Ganze komprimiert und dann kommt das Kabarett raus, eigentlich so wie immer. Dabei muss sie sich an jene Urlaube zurückerinnern, die sie eigentlich schon längst verdrängt hat. Also nachdem wir schon in der ersten Nacht unser Sex soll nicht erreicht haben, sind wir in der zweiten auf Nummer sicher. Wir haben uns das erotische Betthupferl um 39,90 € aufs Zimmer bestellt. Und das ist so gegangen. Das Bärli hat sich runtersetzen müssen an dem Hotelbar. Ich habe derweil einen Luxuskörper nur in der Wäsche auf dem Kreis unter dem Mond gebettet. Dann ist ein echter Haubenkoch gekommen. Der hat so einen Hauch aufgehoben. Und der hat dann begonnen, mich zu dekorieren. Ja, so mit Obstschnitzereien und so Schokoladensauce und Zimt und Staubzucker. Und jetzt hat der Riesenspender auch noch mitgekommen. Da hat er einen Schlag, aber so da so Achterschleifen da aufgehoben. Ein bisschen was finde ich wie 9,5 Wochen für Notstandshilfe. Doch nicht alleine der Urlaub ist es, der so manchen auf die Palme bringt. Wenn andere ein bisschen schlampig sind und alles liegen lassen oder Beruf, ja. Ja, das kann schnell sein. Ja, wenn Leute zum Beispiel irgendwelche Liegen belegen mit Handtüchern, aber in die Lokalitäten fahre ich nicht. Unpünktlichkeit. Ich raste mich im wahrsten Sinn des Wortes aus, aber nicht im negativen Sinn. In ihrem wahren Leben hingegen versprüht Andrea Händler stoische Ruhe und pocht auf ihren ironischen Durchblick. Wird einem dieses in die Wiege gelegt oder kann man Ihrer Meinung nach vielleicht auch Humor erlernen? Also in die Wiege gelegt hat mich außer meiner Mutter einmal keiner, und dann hat es einen Dackel dazu gesetzt und der hat mich nicht mögen und mir gleich vom Kopfpolster gepinkelt. Das war das, was mir in die Wiege gelegt wurde. Aber ich glaube, es war einfach so, ich habe sehr oft Schulen gewechselt, ich bin überall zu spät gewesen durch irgendwelche Krankheiten und der Humor war oft für mich etwas Überlebensnotwendiges. Und ich bin ein Internatskind, da braucht man Humor mit 6 Jahren, weil sonst wird das nichts. Also ich war viel zu klein, um voll intern schon abgeschoben zu sein. Ja, und dieser Humor, ich nenne es immer den Galgenhumor, den habe ich mir behalten und daraus einen Beruf gemacht. Ich habe gleich geschrien, Alter, mach ein Foto, das wirst du auf Facebook posten. Österreichs weibliche Comic-Supermacht hat auf eine All-Inclusive-Reise durch das wilde Absurdistan eingeladen und dabei nichts ausgelassen. Und dann hat das Bärli alles von meinem Luxuskörper runtergegessen. Mit Besteck.